Dr. Sommer, was ist Schnarchen und wie entsteht es? Schnarchen ist ein meist sehr lästiges Geräusch, was durch eine Engstelle im Bereich der oberen Atemwege hervorgerufen wird. Immer wieder ist Schnarchen übrigens Ausdruck einer Schlafatemstörung, sogenannter Schlafapnoe-Syndrome, welche mit erhöhten Risiken für Herzinfarkte und Schlaganfälle einhergehen. Und was kann man dagegen tun? Bei einfachem Schnarchen oder auch bei bestimmten Formen der Schlafapnoe kann eine spezielle Videoendoskopie hilfreiche Informationen liefern. In dieser sogenannten Schlafendoskopie wird ein medikamentös in Tiefschlaf versetzter Patient mittels spezieller Endoskope untersucht, um zu sehen, wo genau die Engstelle liegt und in welchem Ausmaß ein Kollaps besteht. Das ist hilfreich, um zu entscheiden, ob eine operative oder nicht operative Therapie für den Patienten sinnvoll ist. Bei entsprechenden Befunden und einer entsprechenden Beschwerdesymptomatik ist eine Screening-Untersuchung in einem Schlaflabor zusätzlich sinnvoll.